Was geht, meine lieben Freunde? Zurück zu Doom 3, Back in Action. Ja, letzte Folge hatten wir sehr viel Besuch. Ihr seht es an meiner Energie, 89, geht noch. Aber es sah schon mal schlimmer aus. Ja, ich weiß auch nicht, was hier passiert ist. Auf alle Fälle geht's hier ab und jetzt kommt gleich jemand runter. Ich bin schon nicht so. Irgendwie immer wieder zu kommen, oder jedenfalls sieht es so aus, als wenn die immer wieder kommen. Okay, jetzt ist Ruhe. Die sind doch alle bescheuert. Ich muss ganz ehrlich mal sagen, die sind doch bescheuert. Aber da oben ist noch irgendjemand hier rand. Das habe ich gesehen. Ach, da ist er noch. Da ist er. Der war hier oben noch. Mann, hier drauf, Alter. Ey, die sind so zum Kotzen, die mit ihren scheiß Maschinengewehr, ja? Die regen mich extrem auf, Alter. Mann, Junge. Was ist nur los? Scheiß Pisser, ey. Ihr könnt ja auch mal wieder ein bisschen Ruhe einkehren, ja? Ich hab den ja nicht getan. Ich will ja nur hier überleben und irgendwie raus. Aus der ganzen Buchte. Und die Lache ist extrem nervig. Muss ich mal ehrlich sagen. Der ruft ihn. Der kann die rufen oder so. Habt ihr die gesehen? Ach du meine Güte. Das wird ja immer schlimmer. Das wird ja immer schlimmer. Ja, danke. Schrei doch noch mehr. Interessant. Die experimentieren herum, ey. Die sind sowas von besonders. Oh, sie überraschen mich. Ja? Schön, sie zu sehen. Ich hatte allerdings auf mehr Männer gehofft. Ich habe eines der Exemplare untersucht und gehofft, eine Schwäche zu finden, eine Möglichkeit, sie aufzuhalten. Bisher habe ich nichts gefunden. Ich hatte nicht genug Zeit. Ja, wie willst du noch was finden? Du kannst einfach nur aufschießen. Junge, da gibt's nichts zu überlegen. Ich schießen, töten, weg. Mehr kann ich nicht tun. Im Schrank nebenan finden Sie jede Menge Ausrüstung. Der Türcode lautet 624. Ich hoffe, das hilft. 624. 624. Ach. Was war das? BFG-Zellen. Ah, das ist für die eine neue Knarre, aber da haben wir ja den Code nicht. Da fehlt uns der Code, Junge. Und du hast richtig Langeweile. Kann das sein, dass du ein bisschen so Langeweile hast? Du machst hier mit so einem Vieh rum? Du bist fertig. Da kann ich nichts mehr zu sagen, Alter. Du bist sowas von. Du bist sowas von out of the. Du bist richtig Auto. Ja.
Alter, wie viel der oben frisst, der immer alle ruft. Oder kann man den ja nicht töten? Weil ich habe ja richtig rufgeschossen und der ist nicht gestorben. Wisst ihr, wie ich meine? Also kann ja sein, dass das der Endgegner ist. Da, die haben... Ach nee, die sind... Ich kann dazu nicht mehr sagen. Ich kann dazu einfach nicht mehr sagen. Wie man so fertig sein kann im Kopf. Das hat eben direkt. Wie man so fertig sein kann und hier irgendwelche Experimente voranstatten macht. Also weiß ich nicht. Und da. Ey, nee. Die halten die dir auch noch am Leben. Das ist doch nicht normal, Leute. Das ist Kammern des Delta-Komplexes. Diese Einrichtung sollte für die Unterbringung und Analyse der extradimensionalen Wesen dienen, die bei den ersten Teleporter-Tests von Delta-Ebene 3 mitgebracht wurden. Über ihre natürliche Umgebung ist wenig bekannt, aber die Exemplare scheinen auf Kohlenstoff zu basieren, mit extrem hoher Hitzetoleranz. Mit Hitzetoleranz. Das Epidermisgewebe ist sehr widerstandsfähig gegen Abschürfungen oder Schnitte, was interne Untersuchungen verkompliziert. Es wurde unglaubliche Stärke und Agilität beobachtet, bei manchen Exemplaren auch die Fähigkeit, kohäsive Plasmamassen zu manifestieren und zu kontrollieren. Wie die Plasmamassen erzeugt werden, ist nicht bekannt. Wir nehmen an, dass die Exemplare über eine rudimentäre Intelligenz und soziale Struktur verfügen, ja, ja. Bei den ersten tragischen Expeditionen durch das Portal zu sehen. Was ist das hier? Die Verluste an Menschenleben bei der Beschaffung der Exemplare waren gewaltig. Alter, was ist das für ein Riesenvieh? Exemplar 31. Das ist ja mal ein Monstrum, Alter. Was ist das? Ach, das ist die Granatenknalltüten. Also, die haben schon welche gefangen, ja. Willkommen, ne? In den Stasis-Kammern des Delta-Komplexes. Aber immer das doch ausgebrochen. Was ist das hier? Exemplar 27. Was ist das? Keine Ahnung. Exemplar 42. Oh Mann, Leute. Ja, wir sind eben Tür zu. Was ist das denn hier? Ist die andere Tür zu oder was? Nee, ist offen. Oh, ey, so viele Türen und Gänge und schon wieder, ja. Oh Mann. Ja! In so einem Raum. Du bist doch echt behindert. Du bist echt behindert. Bist du behindert? Jakob Stemmensen. Aha. Tür ist zu. Völlig umsonst. Nur wegen so einem PDA da rumgehauen. Alter, Leute. Bin schon wieder sowas von angespannt hier. Drecksack. So ein Drecksack. Was ist das hier? Flüssigbad. Ich frage mich ganz ehrlich, wie viel haben die denn von solchen Dingen?
Alter, wenn dunkel ist, sieht man. Die reden mich extrem auf. Was soll denn der Piss? Wo kommen die denn alle her, Alter? Haben wir die jetzt? Meine Fresse, da kommt noch ein. Mhm. Soll er mal machen? Soll er mal machen? Was macht er jetzt? Aha, okay. Gereinigt von außen heute. Oh Mann. Ach, das weiß ich doch nicht. Noch nicht alle kurz. So, wir speichern mal kurz. Einfach um sicher zu gehen. Mal sehen, wie lange das noch geht. Ich hatte ja vor 3 Folgen gesagt, das kann nicht mehr so lange gehen. Und nun. Und jetzt kommt wieder der Winter. Und wieder so ein Scheiß. Töte dich! Töte dich! Ich sehe schon gleich wieder Kacke am Dampfen hier. Ja, wir gehen nochmal zurück. Tun uns ein Medikit. Oh, warte mal, wir haben doch noch ein PDA gekriegt. Vielleicht ist ja da der Code drin, ne? Von den einen Typen, der da, hier, genau, der sich verkrümelt hat. Ne, das war 103. Das war falsch. Was? 371. 371. Vielleicht ist ja der Code. Stand jetzt keine Schranknummer da? 3, 7, 1. Ah, stimmt. Da siehst du, haben wir Munition mitgenommen. Läuft doch bei uns. Läuft doch bei uns, oder? Allein. Ho! So. Alter, endlich raus aus dem Scheiß. Meine Fresse. Ja, du bist erstmal der Nächste. Wenn Klaus Kinski bist, Alter. Du bist ein richtiger Klaus Kinski. Boah, ja. Fick dich! Nee, wie würde jetzt Lukas Heil sagen? Fick dich, komm her, ich fick dich in den Arsch. Ich fick dich richtig in den Arsch. Aber so was machen wir nicht. Ah, ich seh. Ich öffne. Ach, okay, das war die Tür. Alles klar, da hinten ist noch Muni. Die nehmen wir mit. Und dann Lift starten. Meine Fresse, ist doch noch extrem lang. Hätte ich gar nicht gedacht. Wir sind schon wieder irgendwo, keine Ahnung. Ja, danke. Ja. Ja. Ja, da hast du was gerissen, mein Freund. Da hast du was gerissen. Du bist ein richtiger Held im Erdbeerfeld. Hier ist der Teleporter wieder. Vor sich sehen Sie ein Relikt mit dem Codenamen U1 oder einfach Seelenwürfel. Es wurde 21.04 in einer Region entdeckt, in der USC-Bauchleitung. Schutzschild. Muni. Und speichern, meine Freunde. So, oder jetzt? Die Seelenbrücke. Mhm. Hier ist wieder. Ah, wir haben ja auch wieder. Nee, ach, da steht ja der Code dran. Oh, das ist ja praktisch. Das ist ja praktisch. Oh, der Code 666. Ach du Scheiße.
Der Seelenplatz ist in der Ferne und du findest ihn nicht. Ah, das war mir. Das hätte mir eigentlich klar sein müssen, dass das eine Falle ist. Weder Massenspektrometer noch. Das war ja sowas von offensichtlich eben. 666 und dann ist der Code noch dran. Ne? Mann, die Aliens sind ja sowas von clever. Ja. So, meine lieben Freunde, falls euch die Folge natürlich wie immer gefallen hat, hinterlasst ein Like, Abo, teilt die Video und schreibt von in die Kommentare. Ja, würde mich sehr freuen, da was zu lesen. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge von Doom 3 Back in Action. Klickt erstmal raus. Und ciao.